Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Kraftwerkserie. Heute gibt es die Folge 31a, weil es hat Rückfragen gegeben und Kommentare zu der Folge von 31 und ich habe doch das Gefühl, es ist notwendig, dass ich euch noch vielleicht ein oder zwei Informationen nachschiebe oder eine kurze Anleitung gebe. Also, die Rückfrage war: Könnte es sein, dass ich unter einem Fluch stehe und deswegen bestimmte Krankheiten habe oder bestimmte Merkmale in meinem Leben habe? Und ich möchte da auf diese Frage ganz konkret eingehen, weil sie ist schon sehr wesentlich. Es sind viele Menschen in unserem Land, die chronische Krankheiten haben, bestimmte Lebensbilder haben und wo man den Eindruck gewinnen könnte, dass sie vielleicht irgendwo etwas, sagen wir mal, aufgelesen haben oder unter einen Fluch irgendwie geraten sind. Und ich muss von vornherein sagen, so eine gesamte Sicherheit, so eine eindeutige Sicherheit gibt es eigentlich sehr, sehr, sehr selten. In den meisten Fällen ist dieses, ob jemand unter einen Fluch gekommen ist, eine Mischung aus dem, was man im Leben erkennen kann und dem, was sich in der Vergangenheit zugetragen hat vielleicht auch und dem, was daraus folgert. Es ist mehr so ein Bild, was sich gibt und vielleicht auch ein paar geistliche Eindrücke noch dazu. Und aus dem Gesamten heraus kommt man zu dem Schluss, Mensch, da könnte jetzt etwas um sein, was vielleicht doch wichtig ist. Ich möchte ein kurzes Beispiel erzählen von jemandem, der das ganz konkret erlebt hat und wo wir es relativ schnell wussten. Damit ihr einfach so seht, welches Bild dahinter steckt. Ich habe einen Bekannten, der ist Landwirt, relativ im Jura ein bisschen einsam gelegen, nicht ganz einsam, er braucht 10 Minuten zum nächsten Dorf, aber schon ein bisschen ab von allem. Und er hat auf seinem Hof immer wieder mal Jugendgruppen gehabt, verschiedene Jugendgruppen von verschiedenen Organisationen, die dann bei ihm ein Camp gemacht haben, ein Lager gemacht haben. Und vor Jahren hat er dann einmal eine Jugendgruppe da gehabt, die ihm irgendwie suspekt vorgekommen ist. Die haben so komische Sachen gemacht. Die haben so komische Rituale gehabt, was er so aus der Distanz dann erkennen konnte. Und irgendwann war er ziemlich sicher, die betreiben Okkultismus dort. Das heißt, die machen spiritistische Sitzungen und was weiß ich, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Und da war sich ziemlich sicher, die möchte ich jetzt nicht auf meinem Hof haben. Die auf gar keinen Fall. Und er ist dann hin zu der Gruppe, hat ihnen gesagt, sorry liebe Leute, ich habe den Eindruck, das passt nicht zu dem, wie ich leben möchte mit meiner Familie, was ihr hier treibt. Und ich möchte, dass ihr das Gelände verlasst. Und die waren natürlich sehr verärgert darüber und haben dann gemeinsam einen Fluch gegen ihn und seine Familie und seinen Hof ausgesprochen. Es waren halt Okkultisten, ganz genau. Also Leute, die mit den Mächten, mit den finsteren Mächten dealen, würden wir sagen. Und dieser Fluch, den sie vor der Abreise dann auf den Hof gelegt haben, hatte ganz klare Auswirkungen. Etwa ein Jahr später, ich meine, es wäre sogar auf den Tag genau ein Jahr später, ist der Heuboden zusammengebrochen. Der liegt etwas höher, ein bisschen freiliegend. Und das Heu hat seine Kleinkinder, also Zwillinge, die noch sehr jung waren, irgendwo 2, 3 Jahre alt, unter sich begraben. Und sie haben es etwas zu spät gemerkt und die Kinder sind unter dem Heu erstickt, sind beide gestorben. Und exakt ein Jahr später erlebte dann die Magd, die sie hatten, einen Kindstod. Sie hatte ein kleines Kind bekommen, ein Baby bekommen und das verstarb genau ein Jahr später, auf den Tag genau, in seiner Wiege. Und diese Vorkommnisse, diese wiederkehrenden Vorkommnisse mit ähnlichem Muster, das sind so Sachen, die kommen von einem Fluch her. Die werden da relevant, dass man erkennen kann, wiederkehrende Muster, stopp, jetzt muss ich nachschauen.
Und bei ihm haben wir dann den Fluch gelöst und es ist nachher nichts weiter passiert. Aber man kann daran erkennen, welche Muster Flüche auslösen können, so wiederkehrende Muster, die ganz böse ausgehen können. Und von daher gibt es so ein paar Merkmale, auf die man schauen kann. A, wenn Dinge wiederkehrend sind, dann ist das wie ein Lebensmuster, was immer wieder aufschlägt und was immer wieder wirksam wird. Oder wenn Krankheitsbilder sich wiederholen von Geschlecht zu Geschlecht, von über Unfruchtbarkeit zu bestimmten Krankheiten und so von mehreren Generationen weitergehend Dinge sein können. Was nicht heißt, dass jede vererbte Krankheit automatisch auf dem Fluch basiert. Das sicherlich nicht. Aber es kann ein Merkmal sein, was man überprüfen sollte. Und deswegen gibt es so ein paar Dinge, die man berücksichtigen sollte. Es geht ganz oft um Unfruchtbarkeit in allen Lebensdisziplinen. Und zwar um wirtschaftliche Unfruchtbarkeit. Wenn man über mehrere Generationen wirtschaftlich nicht auf den grünen Zweig kommt, immer am Existenzlimit ist, immer irgendwelche Dinge passieren, die Erspartes wieder aufbrauchen und. Wenn also geschäftlicher oder wirtschaftlicher Misserfolg Generation auf Generation wiederkehrend ist, ist das so ein mögliches Muster. Oder wenn körperliche Unfruchtbarkeit sich wiederholt von Generation auf Generation, kann das ein Muster dafür sein. Oder wie gesagt, wenn bestimmte Krankheiten sich wiederholen. Aber, wie ich am Anfang gesagt habe, es ist ganz schwer, mit da einer hundertprozentigen Gewissheit dran zu gehen. Es ist eigentlich sogar fast unmöglich. Es ist immer so ein Gesamtbild. Und darum hat sich's eigentlich etabliert, dass man beim Flüchelösen es schon fast wie auf den Verdacht hin macht. Dass man sagt, es könnte etwas sein, also machen wir lieber klar Schiff, nicht, dass da irgendwas noch umme ist. Um es halt wirklich konkret auszuschließen. Und so möchte ich euch das auch vorschlagen. Dass wenn du meinst, Mensch, bei mir ist vielleicht etwas, was ich vererbt habe von meiner Familie, von meiner Verwandtschaft, dann löse dich davon selber. Weil das ist genau das, was ich jetzt heute mit dir machen möchte, dass ich dir eine Anleitung gebe, wie du selber diesen Fluch oder dich aus diesem Fluch herausnehmen kannst. Dich selber aus diesem ganzen Bild, aus dieser Wiederkehrung herausnehmen kannst. Und das geht folgendermaßen. Es geht nämlich eine Anleitung für sich selber aus dem Fluch lösen. Und ich mache das so, dass ihr das mitbeten könnt. Ich erzähle euch erst einmal, worum es mir geht, und dann sage ich euch das komplett auch vor, sodass ihr es nachbeten könntet. Es geht darum, dass wir proklamieren in der unsichtbaren Welt, wir sind eine neue Kreatur in Jesus. Wir sind neu geboren, wir haben mit dem Alten nichts zu tun, sondern wir sind abgetrennt durch die Neugeburt von dem Alten, von unserer Familie, von unseren Vorfahren und von ihrer Schuld sind wir abgetrennt, weil wir selber eine neue Kreatur in Jesus sind. Und das, was diesen Fluch angeht, hat nichts mehr mit uns zu tun. Wir proklamieren dies in der unsichtbaren Welt und für uns selber, dass wir davon abgetrennt sind durch unsere Neugeburt. Das ist ganz wichtig, Freunde. Und dann proklamieren wir das, was durch die Neugeburt geschehen ist. Wir sind in Christus vollständig lebenslang geheiligt. Hebräer 10,10 und 10,14. Wir sind lebenslang ohne Schuld durch Christus. Auch dieses, Hebräer 10,10, 10,14. Und niemand, das ist dann eigentlich das Lösen, niemand hat Anrecht auf unser Leben jetzt noch, auf unseren Körper, auf unsere Seele, auf unser Wohlbefinden, außer Jesus. Auch kein Fluch und nichts anderes. Und dann Amen, so sei es. Also, und jetzt machen wir das mal ganz praktisch. Ich werde euch
das Vorbeten, sodass ihr es mitbeten könnt. Vater, ich proklamiere in der unsichtbaren Welt, vor allen Mächten und Gewalten, dass ich in Christus eine neue Kreatur bin. Dass ich abgetrennt bin von dem Alten, von dem, was früher bei uns in der Familie oder sonst wo geschehen ist. Das hat nichts mehr mit mir zu tun, weil ich ein neuer Mensch bin. Ich bin reingewaschen durch das Blut Jesu. Ich bin ohne Schuld. Ich bin geheiligt bis an mein Lebensende. Niemand und nichts hat Anrecht auf meine Seele, meinen Körper, mein Leben als Jesus allein. Ihm gehört alles. Und so bin ich eine neue Kreatur in Jesus und abgetrennt von dem Alten. Ich spreche mich los von diesem Fluch. Amen. Und wenn ihr jetzt tolle Erfahrungen in nächster Zeit macht damit oder bestimmte Erfahrungen oder Fragen habt, schreibt ruhig Kommentare. Ihr seht, es nützt. Ich gehe darauf ein. Ciao für heute, euer Frank.